herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Und ich versuche schon Ewigkeiten hier den doofen Anhänger noch mit auf die Plattform zu stellen. Ich hoffe mal, dass es jetzt dann passt. Der ist irgendwie länger als gedacht. Oh Gott. Volker Wauna, hallo. Hey Volker, Dietl hier. Hi. Ich habe gerade mit dem Neumann gesprochen. Ja. Wir hatten gerade eine Gemeinderatssitzung und er sagte mir halt, dass die Holzkohle abgeholt werden müsste. Ich mache mich da jetzt mal immer auf den Weg, die abholen. Jo. Müsste passen. Von wo kommst du denn? Direkt, ich bin hier unten beim Gemeindehaus. Ja, okay, dann treffen wir uns dort, weil zwei Paletten müsste ich noch verladen. Bin gerade am Telelader abholen. Ja. Okay. Bring dir dann auch direkt eine neue Plattform mit. Jo, passt. Bis dann. Bis später. Tschö. Tschö. Okay. Hoffen wir mal, dass das hier alles drauf bleibt. Das ist nämlich nicht ganz so einfach hier. Und dann heißt es für mich ab in den Wald. Weil wenn der jetzt kommt und hier Holzkohle abholen will. Was ist denn los? Oh, wo hänge ich denn jetzt? Bin ich jetzt blöde? Alter, ich hänge an den doofen Pollern, ey. Muss ich den mal eben ein bisschen rumschieben. Ganz leicht bewegt er sich. Brauche ich schon ein bisschen länger wie gedacht. So. Noch nie. Volker Wauna, hallo. Hallo, hier ist der Neumann. Hi. Moin. Oh, was soll denn der Scheiß hier? Ja, was los? Okay. Hey, bin bei mir. Ja, ich hänge hier mit dem Scheiß-Tieflader vom Racex auf. An seiner Ausfahrt. Komm hier nicht weg. Also ich wollte dir nur sagen, dass 10.000 Euro du noch überweisen müsstest bezüglich des Autos.
Auto? Das Auto, was du gekauft hattest, War das nicht schon längst bezahlt? war tatsächlich noch gar nicht bezahlt. Ja. Überweise ich dir gleich. Und Steuern. Na, was? Steuern auch noch? Ja. Wie Das sind dann viel? insgesamt 25.000, die du überweisen musst. Mit Steuern. Ja, ich muss erstmal hier. Muss gerade durch Feldkirchen durch. Moment. Tieflader ist ein bisschen lang. Oh ja. So, gut. Also 25.000 an dich, oder was? Jo. Gut. Also Gemeinde. 25.000 habe ich die überhaupt? Oh Gott. Ja, bitteschön. Dankeschön, damit sind die Steuern bezahlt und das Auto ist bezahlt. Gut. Danke dir. Bitte. Ciao. Ciao. Mann, ey, ich brauche Geld. Ups. So, dann sind wir nun endlich mal auf dem Weg. Ich hoffe mal, dass beides noch da ist. Nicht, dass wir den Telelade irgendwo zwischendrin mal verlieren. Das wäre ziemlich schade. Aber ich glaube, ich habe ihn gerade noch gesehen. Ah, der hat schon. Die Felder hier, die sind schon gepflanzt, pflanzengeschützt. So, dann sind wir gleich da. Da ist er schon. Servus. Wo ist er denn? Ach, da drin. Hallo. Herr Diesel. Hoffentlich steht er jetzt nicht im Weg. So.
gut. Mist. Jo, Volker. Hi. Ich lade dir gerade nur zwei Paletten auf. Ja, ist gut. Bin sowieso gerade mein Mettbrötchen am Essen. Oh, dann mal einen Juden, ne? Mhm. Wer übernimmt denn die Bezahlung? Macht der Marlon. Okay. Also der Neumi. Ich hab dir die neue Plattform hier hingestellt. Jo, passt. Warum geht denn der Rückwärtsgang jetzt nicht rein? Häng ich unter der Plattform? Ah ja, jetzt geht's. Ach, war zu viel Gewicht vorne drauf. Kannst du die Spanngurte vorne schon mal dran machen? Ups. So. Bist du noch da? Ja. So, fertig. Ja, Spanngurte sind auch dran. Gut, dann viel Spaß damit. Ja, danke doch. Fahr vorsichtig. Fahr ich immer. Gut. Ah ja, ich habe mir übrigens einen Gebrauchtwagen bei Neumann gekauft. Ja, dann viel Spaß damit. Danke. Tschö. Tschö. So, wie kriege ich nur jetzt... Ah ja, okay, das geht doch. So, dann müssen wir den hier nämlich mal runternehmen. So, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und dann bis morgen. Tschüss.